Hallöchen, meine Lieben, und zwar haben wir wieder ein tolles Paket bekommen, und zwar diesmal von der lieben Petra. Und das machen wir jetzt hier zusammen auf. Schauen wir mal, was drin ist. Ob live im Unboxing live im Video, meine ich, oder als Livestream. Ich würde nie vorher ein Paket aufmachen. Ich mache das immer hundertprozentig mit euch. Ja, und es ist mal gespannt, was drin ist. Immer alles gut verklebt natürlich. Muss hier auch sein. Die Sachen müssen ja auch sicher ankommen. So. Dann den ersten Blick ins Paket von unserer lieben Petra. Dürft ihr natürlich mit reinschauen. Packungsmaterial. Oh, wow. Ich zeige euch alles einzeln. Dann haben wir hier diverse Kabel. Ich brauche immer Kabel. Ihr wisst ja. Vielen lieben Dank dafür. Dann haben wir hier eine graue Steckdosenleiste. Dafür auch vielen Dank. Kabel brauche ich immer, weil ich viele Elektrogeräte bastel und mache und tue. Dann haben wir hier einen Stollenschlüssel, ist es, glaube ich. Richtig cool, einen Stollenschlüssel für meine Sammlung. Nochmal ein Kabel. Dann haben wir hier ein Netzteil für einen Laptop. Dafür auch vielen Dank. Die brauche ich tatsächlich immer. Netzteile sind sehr wichtig. Gerade mal gucken, was für ein Stecker das ist. Oh, vielleicht könnte der in mein Mini-Tablet passen. Das könnte ich jetzt mal schauen. Ne? Dafür habe ich keinen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Und dann haben wir hier Multimedia-Dosenaufsatz. Eigentum von Kabel Deutschland. Ja, sowas ist natürlich cool. Ihr wisst ja alles, was Ersatzteile im Baumaterial ist, liebt Ronny. Dann haben wir hier nochmal ein Kabel. Oh, das ist ja mal cool. Ich zeige es jetzt einfach trotzdem. Dann haben wir hier eine richtig coole Quackpfeife. Dankeschön dafür. Richtig cool. Dann haben wir hier einen Schöpflöffel. Weiter geht's. Hier haben wir. Das darf ich nicht zeigen, wird dann vielleicht Video gesperrt. Na? Oh, geil! Hier haben wir einen abschließbaren Fenstergriff. Dankeschön dafür. Das ist natürlich was für meine Sammlung. Schlüsselchen und Schließtechnik. Dankeschön. Darüber freue ich mich sehr. Oh, der Eislöffel ist ja auch geil. Hier haben wir einen richtig coolen Eisrausholer. Und dann haben wir hier in dieser. Ist das nicht eigentlich eine Pipi-Dose? Hier haben wir Schlüsselchen. Vielen lieben Dank dafür, Petra. Einmal, zweimal Abus-Schlüssel. Vielen lieben Dank mit so einem Anhänger. Auch richtig geil. Auch für meine Sammlung. Schlüssel sind heilig. Das wisst ihr ja. Oh, das ist ja auch cool. Hier haben wir auch so ein japanisches. Darf ich auch nicht zeigen, weil ich weiß nicht, ob ich mich deswegen dann sperren. Dann haben wir nochmal ein Kabel. Irgendwas. Dann haben wir hier noch was drin. Was weiß ich nicht. Oh, geil, hier ist ein Metzgerbeil drin. Ich zeig's jetzt einfach. Auch richtig geil. Und dann haben wir Ronny, mein Held. Dankeschön. Liebe Grüße zurück, Petra. Machen wir hier mal noch auf. Eine richtig coole Fleischgabel. Ich sammle alles und bestelle. Ja, die Löffel, von denen habe ich sogar schon welche da. So kleine Espresso-Löffel, richtig cool. Dafür auch vielen Dank. Und dann haben wir hier noch was. Wie soll ich das aufpacken, Leute? Haben wir gut verpackt auf jeden Fall. Ja, ich merke, es geht weiter. Ist zu gut verschweißt einfach. Oh. Oh, geil, 9-Mile-Wodka. Vielen lieben Dank dafür. Wir haben eine gute Flasche 9-Mile-Wodka. Das ist richtig geil. Ja, die habe die Flasche auch mal gehabt, wo unten sogar so ein Leuchtding dran war. Richtig mega cool, Petra. Dafür vielen lieben Dank. Den trinke ich richtig gerne. Und hier haben wir noch. Oh, hier haben wir was Besonderes. Tatsächlich, du bist der Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, Moment, jetzt zeige ich euch was.
Was richtig geil ist, ups, ist die kaputt oder aufgegangen? Die ist auf jeden Fall nass von außen. Ja, die hat irgendwo eine Beschädigung. Auf jeden Fall ist das hier ein Gin. Libelle heißt der. Den habe ich bei ihr im Live gesehen. Ich hoffe, dass ich... Ah, da ist noch der Deckel ein bisschen locker, oder? Ja, der Deckel hat sich etwas gelockert, nur zum Glück. Und der wird tatsächlich bunt, wenn man den trinkt. Also wenn man den die Flasche schüttelt, wird er tatsächlich bunt. Vielen, vielen lieben Dank, Petra. Den probieren wir natürlich mal zusammen. Dankeschön für das tolle Paket.